Erstmal die Personalien bitte. Name? Schuch. Schuch. Vorname? Herbert. Konstantin Theodor. Geburtsort? Temesburg. Temesburg. Das ist? Rumänien. Nationalität? Deutsch. Erlerntes Instrument? Klavier. Mhm. Geige. Aber sehr schlecht. Vorstrafen, Herbert? Mir nicht bekannt. Wirklich? Sei ehrlich, weil wir kommen drauf. Ja, ja. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Gut, keine Vorstrafen, wir werden sehen. Erster Vorwurf, fragwürdige Vita. Mhm. Alles gefälscht. Ja, aber pass auf. Herbert, bist du zehn warst in Rumänien. Deine Cousinen sind Halbungarinnen. Deine Mutter hat offensichtlich auch serbische Wurzeln. Die heißt Draskovic. Wann eröffnest du deinen ersten Gebrauchtwagenmarkt? Der läuft eigentlich schon. Mhm. Also, aber der läuft natürlich nicht unter Schuch. Weil ich kann jetzt natürlich mit meinem Namen jetzt nicht so viele unterschiedliche Sachen machen. Und deswegen läuft es eben unter Draskovic. Ah, das heißt, der Markus braucht ein neues Auto Richtung Familien. Was könntest Opel du? Astra könnte ich dir vielleicht anbieten. Den hat gerade mein Bruder gekauft. Den könnte ich, also da könnte ich vielleicht irgendwie jemanden den Drago. Wichtig ist, dass du nicht so viele Kilometer hast. Vielleicht kann er da ein bisschen runter. Ja, ja, also drehen kann man da immer was. Das ist kein Problem. Ja, aber das besprechen wir dann nachher. Mhm. Mit 12 wurdest du in die Klasse von Karl-Heinz Kämmerling aufgenommen am Mozarteum in Salzburg. Das war damals eine totale Kaderschmiede für junge Nachwuchspianisten mit starkem Konkurrenzdruck. Mit welchen Tricks hast du deine Konkurrenten und Konkurrentinnen geschwächt damals? Ja, also ich habe mich für jünger ausgegeben, als ich tatsächlich war. Also, wirklich? Ja, ich habe sozusagen dadurch dann natürlich einen immensen Vorteil gehabt bei allen Wettbewerben. War ich dann natürlich in der jüngeren Altersklasse, aber war natürlich schon älter und habe dadurch natürlich alles abgeräumt. Dann. Wie viele Jahre? 2 Jahre. 2 Jahre? Mhm. Und das erzählst du jetzt so freimütig? Ja, jetzt ist es halt soweit, dass es soweit ist. Mhm. Nächster Vorwurf, Ausnutzen des Behindertenbonus. Du hast gerade zusammen mit dem Hornisten Felix Klieser eine CD mit Horntrios aufgenommen. Der war auch schon mal hier. Der spielt ja Horn mit dem Mund natürlich, bläst da rein und mit seinen Füßen. Wann spielst du mit deinen Füßen Klavier? Wenn ich irgendwann mal es schaffe, zu einer ordentlichen Pediküre zu gehen, weil so... So möchte ich das wirklich niemandem zutrauen. Früher wurden ja den Verbrechern so Glieder abgehackt, wenn man sie erwischt hat. Auf welchen Finger könntest du am ehesten verzichten von den 10, die du hast, hoffentlich? Naja, also ich vermute mal, wenn man den 4. abhacken würde, dann würde ich versuchen, mir Fingersätze zurechtzulegen, in denen ich den 4. Finger nicht brauche. Rechts oder links? Eher links. 4. Finger links ab. 4. Finger links könnte man... Könnte, ja. Was würde dann die Versicherung zahlen, wenn das jetzt so rein zufällig passieren würde bei dir? So ganz... Müsste ich nochmal im Kleingedruckten nachlesen, aber ich glaube eher nicht. Bist du versichert? Deine Hände? Nee. Wir haben aus einer guten Quelle erfahren, dass du dir immer die Koffer tragen lässt. Warum? Also ich trage eigentlich ganz gerne Koffer. Es stimmt, dass ich manchmal so vor wichtigen Konzerten tatsächlich dann so langweilig bin und sage, ich möchte jetzt den Koffer die Treppe nicht hochtragen. Aber ich glaube, da bin ich mit anderen Pianisten in guter Gesellschaft. Echt? Muss man da so aufpassen? Merkt man das, wenn man einen Koffer getragen hat? Also ich bin fit genug, dass ich auch 2 Koffer tragen kann. Nur vom Konzert nicht? Vom Konzert beschwere ich mich.
Nächster Vorwurf, Herbert, Sektenmitglied. Mhm. Der große Pianist Alfred Brendel hat dich sehr inspiriert. Du sagst über die Arbeit mit ihm, wenn ich zum Berg Sinai wandere und die 10 Gebote empfange, will ich darüber auch nicht diskutieren. Siehst du dich als Mose des Klavierspiels und Brendel als Gott? Also wir haben hier jetzt mal so das so. Super. Also das wärst jetzt du als Mose. Ja, ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht. Und hier Brendel so drüber natürlich. Wie lauten denn die 10 Gebote vom großen Guru? Erstes Gebot, das Klavier soll nicht wie ein Klavier klingen. Mhm. Ja. Wie ein Orchester? Zum Beispiel. Mhm. Genau, es kann aber auch wie eine Singstimme klingen oder wie ein Streichquartett. Also Klang ist ganz, ganz wichtig. Klang ist ganz wichtig und dass der Klang nicht wie ein Klavierklang klingt, weil ein Klavierklang ist langweilig. Mhm. Nächstes Gebot? Nächstes Gebot, du sollst nicht der erstbesten Versuchung erliegen. Ja, aber was heißt das dann konkret, das heißt, Beispiel? Das heißt konkret, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, durch einen Effekt irgendwie Leute zu beeindrucken, dann kannst du auch gerne machen, aber überleg dir irgendwann mal, ob dieser Effekt so wichtig ist oder ob es vielleicht irgendwie etwas anderes gibt, was ja eigentlich eine höhere Priorität hat, die aber nicht so schmeichelnd ist, weil du dich damit natürlich dann dem Publikum nicht so in die Arme werfen kannst. Mhm. Also dass man sagt, ich versuche wirklich das Stück in das Stück hineinzuhorchen und eben nicht zu sagen, hier kann ich irgendwie einen Glanzpunkt setzen und da und am Schluss werden die Leute irgendwie alle ganz begeistert sein, sondern zu sagen, okay, was ist eigentlich wichtig? Und dann klingt es vielleicht nicht mehr ganz so, manchmal vielleicht nicht mehr ganz so spitzig oder so aufregend, aber es gibt dann so etwas wie einen Zugewinn an Hintersinn. Und das finde ich eigentlich spannend. Und das ist aber etwas, was natürlich jeder für sich irgendwie selbst neu gewichten muss und entscheiden muss. Nächster Vorwurf, Herbert, Bestechlichkeit, und der ist hart. Ja. Du hast im Laufe deiner Karriere viele Wettbewerbe gespielt und auch gewonnen. Jetzt bist du mittlerweile selber in so einer Jury, in einer Kommission beim ARD-Wettbewerb 2017 im Fach Klavier. Wir haben gehört, dass da aber nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ich bräuchte mal, Markus, die Jacke vom Herbert. So, ist hier deine Jacke. Mal gucken, ob da irgendwas. Tankquittung. Moment. Ah. Herbert Kussmund. Jetzt habt ihr mich natürlich. Oh, grob geschätzt 500. 500. Und ein eindeutiges Angebot, würde ich sagen. Was hast du dazu zu sagen? Ihr könnt euch gerne die Leute angucken, die ins Halbfinale gekommen sind. Sie ist nicht dabei. Wäre, glaube ich, aufgefallen. Haben die anderen mehr gezahlt oder wie sieht das aus? Ja, noch schlimmer, es sind nur Jungs. Und da bist du gar nicht offen? Nee. Also wasserdichtes Alibi. Und in den Vorrunden ging da auch nichts? Zu laufenden Ermittlungen darfst du dich nicht äußern. Aber wir behalten das mal, oder? Wir behalten das mal, ja. Ich muss mal recherchieren. Fingerabdrücke und so. Ja, ja. Interessante Frau, glaube ich. Interessante Frau. Ja. Wir kommen zum letzten Teil von unserem Verhör, dem Kreuzverhör. Herbert, Rennpferd oder Musengaul? Rennpferd. Skepsis oder Euphorie? Skepsis. Schach oder Schuch? Schuchmatt. So. Da kommt schon was zusammen, oder? Eine lange Liste heute. Es ist eine lange Liste heute. Also ja, aber man kann ja immer einen Deal machen, oder? Ein Deal? Ja. Nicht?
Was wäre der Deal jetzt? Ein neues Auto? Wie schlagen wir einen Deal vor? Genau, genau. Also, ich wäre jetzt vorsichtig, was jetzt kommt. Das Auto steht ja noch im Raum. Da kann ich sicherlich auch einen super Preis aushandeln. Preis? Sogar umsonst. Das wäre schön, wenn da noch was drin liegt vielleicht. Noch irgendwie eine Packung Pralinen im Handschuhfach. Wenn es die Pralinen sind, die ich jetzt denke, dann können wir vielleicht drüber reden. Mhm, ja, es lässt sich alles richten. Also. Und ich... Kannst mal mitfahren. Ich kann mal mitfahren. Du fährst mich mal. Also wir regeln das heute über Autos. Eine stattliche Erklärung. Ja. Ich versichere bei Eide, alle Fragen der Wahrheit entsprechen und so weiter. Wir müssen dann halt mit dem Staatsanwalt den Deal noch... Wir tun jetzt einfach so, als ob das hier nie stattgefunden hat. Stimmt, ja. Man kann ja die Sachen unter den Tisch fallen lassen. Wir veröffentlichen das ja auch nicht, ne? Also, ich weiß gar nicht, von was du jetzt redest. Also. Okay, also das hat nie stattgefunden. Nee, dann machen wir das machen wir auch kurz. Weg. Genau. Ja. Jetzt muss ich mit meinem Bruder reden. Ja. Herbert, alles Gute. Ne? Danke fürs Auto. Super, ja. Freut mich. Ciao. Ich helfe immer, wenn man kann. U21, das Verhör. Zum Anschauen und als Videopodcast unter brklassik.de.